country is the electro. Rammstein-Fan. In his caravan is the future man. Spotify Pinguin Einzelheiten abgerufen hat. Ah doch. Welche Gemeinsamkeiten? Alle wurden in den letzten 6 Monaten eingefroren. Das Schöne ist, ich konnte es auf Nummernblock machen. Aber ich muss darauf achten, dass ich nicht die Nummernblock 0 drücke, weil das mir ein Capture-Hauptkey ist. ND133 Sicherheitsbehälter, vakuumbetriebene Kühlung. Das heißt, wenn ich den drücke, dann hört die Aufnahme auf. Zwischenlager. Dort verstaut Sonier alle ND133 Behälter. Da ist eine Wache, das ist scheiße. Hol uns ein paar Franzosenhirne. Ich möchte nichts versprechen. Das ist also doch im zweiten Teil. In diesem. Auf deinem Set. Ja, wie soll ich denn den Typen hier bitte ausschalten? Ach, egal, ich mach's. Pass auf, ich mach's wie folgt. Eindringling, er sieht gefährlich. Ach, schön, ja, genau, dankeschön. Warte, ich mach's. Nützt auch nichts. Hä, hey, wie soll ich denn das bitte machen? Und wenn ich nach rechts mich verstau. So. Ah, so wird das was. Gott, ich bin voll im Hellen. Das ist auch nicht gut. Nein! Kein Alarm. Nice, 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 nice. Data Stick. Was ist ein verfickter Data Stick? Ich glaube, das sind irgendwelche Infos über das Spiel. Das kein Schwein braucht. Ew! Ja, das war klar. Das heißt, mit Absicht gemacht. Das sind irgendwelche Infos, die kein Schwein braucht. Kann ich da eigentlich auch auf Schleichstufe 2 durch? Ja. Da blinkt es aber schon. 3 geht auch? 4? Okay, 4 geht nicht mehr. Oh, pff, das Ding ist ja mal lame. Alles klar. Und da geht's weiter. Wow, 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 wow. Da will einer nicht, dass ich durchkomme. Aber hier ist noch eine Haftmine. Oh Gott, wie entschärfe ich die in dem Spiel? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, da muss das Ding auf grün sein. Oh, ich habe Angst vor Haftminen. Ganz ehrlich. Ich habe Angst vor Haftminen, weil wenn die explodieren, dann erschrecke ich mich mal so krass. Oh nein. Oh mein Gott, wie soll ich denn dich ausschalten? Oh oh. Na schön, SC20K. Nein, ist gar nicht wahr. Sie ist wieder nur mal Gespenster. Komm noch her und versuch mich zu holen. Kommt er? Nö, natürlich nicht, feige Sau. Ist da noch einer? Nö. Oder oh, knall ich dich ab? Bist du? Mann, da ist ja noch einer. Eigentlich haben sie es nicht gehört. Komm her. Wie, das hat er nicht gehört? Hört er gerade Musik oder was? Hat er gerade Kopfhörer drin oder wie? Oder auf. Ah, der hat's gehört. Komm her. Na, komm her. Ich weiß nicht, warum ich mir das letzte Mal so schwer getan habe, weil scheinbar ist es doch ziemlich easy hier. Nein. Coole Splittergranate. Ist ja nice. Aber was sieht den Splittergranaten anders aus als... Nö, das ist einfach nur eine verdammte Granate. Tür öffnen. Wo ist die zweite Woche hin? Du kannst mich nicht verarschen. Verdammt, du kannst es doch. Ach, da bist du. Halt die Fresse. Ja, genau. Wenn jemand auf mich schießt, ich würde auch zuallererst den Funk kontaktieren und mich erschießen lassen von dem Typ. Vollidiot, ey, ich ruf mal hier die. Okay. Da, ohne Kommentar. Ich glaube, das war's hier gleich mit der Mission. Was denn jetzt? Ach, von wegen. Ich muss noch diese Franzosenhirne hier fressen. Gehirn. Er hat vielleicht den Code bekommen, glaube ich. Nicht. Doch! Alles klar. Erstes Granted. Zugang gewährt. Ah, das sind die leckeren Hirne. Ich hab deine Franzosenhirne, Lambert. Was ist mit ihnen geschehen? Miami, yummy, 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 I got love in my tummy. Die 133 Behälter genommen. Wir können also annehmen, dass er nicht zur CIA gehört, da er Gott, hier ist viel zu hell. Ein Mörder gefrorener Organe?
Leichen kann man nicht töten. Ein Stockgewehr. Ich glaube, wir haben eine Möglichkeit, den... Alter. Der Wachmann, der alle in Arten... Das Ding sieht mich aber nicht. Zumindest nicht durch diese Teile hier. Aber wenn ich hier durch rush einfach, geht es nicht. Oh mein Gott! Das muss aber noch anders gehen. Präparationsraum, wo sie die Gehirne von ihrer Schale befreien. So kann ich den Typ sehen vielleicht? Kann ich? Alles klar, dann weiß ich, wie ich das hier mache. Stirb. Wow, du sollst sterben. Ben? Hallo? 5 Headshots? Moment. Das kann nicht sein. Ich meine, das kann jetzt echt nicht sein, oder? Also ist das hier der Koffer, der dazugehört? Ja, ist es. IFF ist sowas wie Feinderkennung. Wenn die ausgeschaltet ist, dann greift er auch seine eigenen Leute an, dieses Gerät. Das ist, finde ich, lustig. Sehr lustig sogar. Kann man ihre eigenen Geräte gegen sie verwenden. Ein Taser! Die Dinger sind immer sehr nützlich. Hier ist nichts drin. Das da drin ist aber auch ein bisschen ein Geduldsspiel. Das weiß ich noch. Alles klar. Die vorhin genannte Freundin wird sich scheinbar doch nicht mehr melden. Ich meine, bei ihr weiß man nie. Alles klar. Um hier sicher durchzukommen, weil dahin sind nochmal Wachen, muss ich hier versuchen zumindest, irgendwie runterzuspringen. Ah, da kommen wir runter. Alles klar. Hier runter. Und mich da entlang hangeln. Allerdings muss ich das vorsichtig machen, weil da dauernd solche Eisstrahlen rauskommen aus diesen Behältern. Und die tun mir ziemlich weh. Hier, dieser Eisnebel. Der darf mich nicht erwischen. Oh mein Gott. Ich bin im Präparationsraum des Körpers. Es scheint, als würdest du recht behalten. Das ist echt ein Geduldsspiel, Leute. Man sagt, er habe den Wachmann verwundet. Hier am Türgriff ist Blut. Durchsuch die restlichen Gänge. Oh mein Gott, hab ich das jetzt? Ich brauche Hilfe, um durch diese verfluchte Tür zu kommen. Boah, das ist aber auch immer knapp. Guck mal, Sam Fisher stinkt unter den Armen. Armen. So, wie viel sind da noch von diesen Nebelschwalldingern? Wie unfair das ist, die sehen mich trotzdem. Pisst euch! Ist der gerade durch den einen durchgelaufen? Ach, egal, ich will es nicht wissen. Wo komme ich hier überhaupt wieder hoch? Ach, da hinten komme ich wieder hoch. Wieso? Ja, und hat es mir das jetzt sehr viel einfacher gemacht? Nein, hat es nicht. Komm! Ja, ich bin. Oh, verdammt, der Scheiße mich. Das hat's mir jetzt wirklich nicht einfacher gemacht. Muss man ganz konkret sagen. Es hat's mir eher schwerer gemacht noch. So einfach geht das. Die Waffen hier entschärfe ich, weil das Ding kotzt mich sehr an. Oder ich hätte einfach auf die Waffen hier schießen können, aber da wäre die andere Wache alarmiert worden. Und das ist auch nicht so toll gewesen. Nein, das war ich nicht! Also machen wir das nicht. Ich warte mal auf den anderen Typen. Da behauptet einfach, ich war das. Jetzt kann ich aber auch diese Waffen hier da drüben zerschießen. Bockt jetzt auch keinen mehr. Die Leiche brennt. Okay. Flexible Optik. Keiner mehr hier drin. Nein, sieht nicht so aus. Alles klar. Schalter? Okay. Plötzlich so viel. Was ist hier Phase? Ach so, ja genau. Das weiß ich noch.
Ich weiß noch genau, dass ich hier damals nicht weiterkam. Zumindest anfangs nicht. Ah! Okay. War ich blöd. Das geht ja gleich wieder auf Zeit. Was würdest du vorschlagen? Ich bin sicher, wir finden hier irgendwo einen Brandbeschleuniger, den wir benutzen können. Okay, sieh dich um. Wir versuchen es weiter. Wenn wir es nicht schaffen, kannst du ihn braten. Mein Gott, bitte, tun Sie mir nicht... Das Maul! Doch nur meinen Job. Ich bin nicht hier, um Ihnen Ärger zu machen. Sind Sie schwer verletzt? Nein. Da guck ihn nicht mal an. Ich bin am Leben, oder? Ich guck mal den auf dem Präparationstisch an. Lol. Es hat eine Rückrufaktion gegeben. Was? Ich muss Ihr Telefon an mich nehmen. Ich verstehe nicht. Geben Sie mir das Handy, Francis. Alles klar. Oh, Doug Shetland. Oh, Sony Ericsson. Das ist also Mortified Pinguin. Douglas Shetland. Wir haben einen Treffer in der CIA. Shetland ist Mortified? Okay. US-Bürger. Was bedeutet Norman South? Das sah aus wie Doug? Na, vergesst es wieder. Nein, das heißt, Sie wissen es nicht. Ich lasse ihn durch Echelon laufen. Wir können sein Echelon, nicht Echelon. Einer Stunde ermitteln. Gute Arbeit. Mach dich unsichtbar, Fischer. Korn wartet draußen auf dich. Alles klar. Was ist klar? Okay, ich muss mal ganz kurz hier die Aufnahme beenden. Wir haben es geht wieder. Wow. Okay, wieder da. Sorry, Leute. US-Bürger. Was bedeutet der Code? Ist der Agent? Kein Plan, warum mein Spiel jetzt abgeschissen ist. Das heißt, Sie wissen es nicht. Ich lasse ihn durch Echelon laufen. Echelon, wir können seinen Aufenthaltsort innerhalb einer Stunde ermitteln. Gute Arbeit. Alles klar. Mach dich unsichtbar, Fischer. Korn wartet draußen auf dich. Alles ich hab die ganze Zeit nicht gecheckt, aber... Was ist klar? Spucko. Ich hab die ganze Zeit nicht gecheckt. Das war jetzt sehr lustig von mir selbst. Ich hab die ganze Zeit nicht gecheckt, oh Gott. Dass, ob mein Mikro an ist oder nicht. Also es hätte gut sein können, dass ich wieder die Munition da unten habe. Dass ich die ganze Zeit aufgenommen habe, ohne dass irgendwas aufgenommen wurde. Das ist jetzt auch sehr scheiße, dass sie es da draußen platzieren und ich den Typ hier drin sterben lassen muss. Was ist klar? Arschgesicht. Ich mag solche nicht, die dauernd fragen. Warte mal kurz, kann ich das nicht irgendwie verhindern? Wenn ich die töte? Nein. Das kann ich leider nicht. Okay, dann muss er sterben. Besser er als ich. Nee, muss ich jetzt wirklich die Zeit abwarten? Oh mein Gott, ihr verarscht mich doch. Oh, warte, das tue ich euch nicht an. Bis gleich, Leute. Ey, Leute, das Spiel kackt so krass ab. Es gibt's überhaupt nicht. Jetzt hat er wieder 30 Sekunden lang gehangen. Also, das Spiel will mich echt fisten, glaube ich. Okay, wir haben es ja gleich. Und... Kaplum. Okay. Darauf habe ich jetzt gewartet. Geht's auf. Ey, ich schließe gleich das Fenster auf. Das geht auch nicht, da draußen Käfige. Was ist denn jetzt? Ich werde ziemlich pissig um meine Theorie. Ach, da hinten komme ich jetzt weiter. Hat sich bewahrheitet, dass er jetzt scheinbar doch nicht mehr reden kann. Huhu. Bockt euch nicht. Aber ich will mir mal den Frust von der Seele reden. So, alles klar. Eine reizende Art, Kohlböff zu danken. Höre ich da Ironie in der Stimme? Er musste nicht sterben. Schon. Gut. Nächstes Mal werde ich ihn nicht töten. Wenn du wieder in den Staaten bist, unterziehe ich dich einem Psychotest. Finde Kohn und verschwinde dort. Nö, ich verschwinde jetzt einfach so. So, da habe ich nämlich die Mission erfüllt. Das war jetzt aber nur echt ziemlich scheiße von Fischer, dass er den einfach hat sterben lassen. Das finde ich nicht okay. Es ist schließlich mein Held und der lässt einfach andere sterben. Ha! Sind heute weitere 8000 US-Soldaten in Osttimor angekommen. Im größten Militärgeheimdienst ließ verlauten, dass der Dara-Dandoa-Führer Suhadi Sadono nicht nur für die Geiselnahme in der US-Botschaft von Dili am 28. März verantwortlich, sondern auch persönlich. Unter der Leitung von Abraham Sekesi, welche die für die georgische Propagandakrise entwickelten Programme entschlüsseln sollte, wurde von der UNO als Erfolg. Sporadische Gefechte mit Dara-Dandoa-Kämpfern an der Grenze zu Osttimor. Verluste auf amerikanischer... Thank you.
Was denken Sie? Die Welt ist klein, gemein und gnadenlos. Und jeder stirbt einsam. Und was halten Sie von Norman Saw? Er ist klein, gemein und gnadenlos. Ich schätze, es liegt an ihm, wie er stirbt. Ey, das war mal ein netter Spruch. Ich glaube nicht, dass Saw selbst weiß, ob er noch für die CIA arbeitet oder nicht. Ich habe gute Menschenkenntnis. Deshalb verstehen wir uns wohl so gut. Ah ja, die Mission mit dem Zug. Ja, okay. Die werde ich euch dann beim nächsten Mal gucken lassen. Kurz mal nochmal speichern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute. Und the game must go on.